Die Luftwaffe als zweitstärkste Teilstreitkraft der Wehrmacht existierte vom 1. März 1935 bis 8. Mai 1945. Am Ende hatte sie eine Stärke von über 2 Millionen Personen, zusammengesetzt aus der Fliegertruppe, in der zum Beispiel Bundespräsident Walter Scheel im Nachtjagdgeschwader 1 als Oberleutnant eingesetzt war, der Flakartillerie, in der Bundeskanzler Helmut Schmidt als Oberleutnant in einer leichten Flakabteilung diente, Luftnachrichtentruppe, in der der SPD-Verteidigungsminister Georg Leber als Unteroffizier gedient hat, Luftwaffenbaueinheiten und Landesschützeneinheiten. Dazu kamen 430.000 Luftwaffenhelfer sowie 475.000 Zivilpersonen. Schließlich führte die Luftwaffe noch 13 Fallschirmjägerdivisionen, 22 infanteristisch eingesetzte Luftwaffenfelddivisionen, die alle im September 1943 dem Heer überstellt wurden, und das aus der Fallschirmpanzerdivision 1, Hermann Göring, und der Fallschirmpanzergrenadierdivision 2, Hermann Göring, bestehende Fallschirmpanzerkorps Hermann Göring. Vom 1. September 1939 bis zum 31. Januar 1945 fielen insgesamt 138.596 Luftwaffenangehörige, 216.579 wurden verwundet und 156.132 gelten als vermisst, können also zu den Gefallenen gerechnet werden. An ihrer Spitze waren sie geführt worden von 6 Generalen, die zu Generalfeldmarschällen befördert worden waren und Luftflotten führten. Für einen der Beförderten, Hermann Göring, war sogar der einmalige Dienstgrad des Reichsmarschalls erfunden worden. Göring hatte neben seiner Genusssucht, der Korruption und seiner häufig durch Diebstahl befriedigten Sammelsucht von wertvollen Kunstgegenständen auch die Marotte, vor gehorsam zuschauenden Generalen und Politikern mit seiner gewaltigen Märklin-Modelleisenbahn zu spielen. Dabei war er ja mindestens in den ersten 7 Jahren des NS-Regimes der zweitmächtigste im Staat gewesen. Allerdings war der Glanz des Dicken, wie er im Volk genannt wurde, im Zuge der verlorenen Luftschlacht um England 1940 verblasst. Das Machtvakuum war sukzessive ausgefüllt worden vom Reichsminister für Propaganda und Aufklärung Dr. Josef Goebbels und im Verlaufe des Krieges immer stärker vom mächtigen Reichsführer SS Heinrich Himmler, der ab 1943 sogar zum Innenminister und ab 1944 zum Befehlshaber des Ersatzheeres ernannt worden war. Trotzdem hatte Göring gehofft, dass er einmal Hitler beerben würde. Aber als der in Berlin am 30. April 1945 im sogenannten Führerbunker seinem Leben ein Ende bereitet hatte, hatte er den Großadmiral Dönitz testamentarisch zu seinem Nachfolger als Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Kriegsminister und Reichspräsidenten ernannt, der diese Ämter ab dem 1. Mai 1945 antrat. Wie es dazu gekommen ist, dazu etwas später. Hermann Göring war 1893 im bayerischen Rosenheim geboren und hatte im Ersten Weltkrieg als Jagdflieger 22 Luftsiegerungen, war verwundet und ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem preußischen Pulemerit. Nach seiner Ehe am 13. Dezember 1922 mit der Schwedin Karin, geborene Freifrau Fock, geschiedene Freifrau von Kanzow, hatte er sich schon früh Adolf Hitler angeschlossen, war Kommandeur der Sturmabteilung gleich SA geworden und hatte am 9. November 1923 den Putschversuch in München mitgemacht. Als aber die bayerische Landespolizei das Feuer auf den Demonstrationszug eröffnet hatte, war Göring von mindestens einem Projektil getroffen worden. Seine Frau Karin hatte ihn dann in das Anwesen des jüdischen Möbelfabrikanten Robert Ballin gebracht, der ihn erst versorgte, was Ballin später, nachdem er 38 mit seiner Frau in das KZ Dachau eingeliefert worden war, durch Görings Intervention wohl das Leben gerettet hat,
da er später ausreisen durfte. 1931 war Karin Göring an Tuberkulose verstorben und in Schweden beigesetzt worden. 1934 hatte Hermann Göring ihren Sarg zu seinem nach ihr benannten repräsentativen Gut Karin Hall in die im Norden Brandenburgs liegende Schorfheide überführen lassen. Wo Hermann Göring im November 23 allerdings verwundet worden war, darüber streiten sich die Gelehrten. Jedenfalls hatte das Projektil, es können auch zwei gewesen sein, ihn in der Leistengegend getroffen, was ihn danach in gewisser Beziehung gehandicapt haben könnte. Als er 1938 nach seiner Eheschließung am 10. April 1935 mit der Schauspielerin Emmy Sonnemann, bei der Luftwaffengenerale Spalier stehen durften, Vater eines Mädchens geworden war, die nach der Tochter von Benito Mussolini den Namen Edda erhalten hatte, hatte die bekanntermaßen erfinderische Berliner Schnauze die vier Buchstaben ihres Vornamens umgedeutet in ewigen Dank dem Adjutanten. Zurück ins Jahr 1923. Die starke Verletzung Görings hatte bewirkt, dass der ehemalige Kriegsheld nach seiner Operation im österreichischen Salzburg, wohin der steckbrieflich gesuchte Hochverräter ausgewichen war, von nun an stark morphinsüchtig war, woran auch mehrere Entziehungskuren nichts geändert hatten. Nachdem der ehemalige Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg 1925 aus Anlass seiner Wahl zum Reichspräsidenten eine Generalamnestie erlassen hatte für rund 29.000 Personen aus allen politischen Lagern, also auch aus dem kommunistischen und nationalsozialistischen, war Göring nach Deutschland zurückgekommen und hatte sich noch stärker an die NSDAP und Hitler gebunden. Nachdem der dann am 30. Januar 1933 von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler in einer großen Koalition ernannt worden war, war Göring zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich, Reichskommissar für das preußische Innenministerium und Reichskommissar für Luftfahrt ernannt worden, am 11. April zum preußischen Innenminister. Damit war ihm nun die gesamte preußische Polizei unterstellt, mit der, unterstützt von SA-Männern als sogenannte Hilfspolizei, begann jetzt eine systematische Verfolgung von Gegnern des Regimes. Auch hatte Göring erste Konzentrationslager errichten lassen, in der willkürlich Festgenommene oft monatelang übelsten Schikanen ausgesetzt worden waren. Das aber war erst der Anfang. Denn von nun an finden wir Göring bei allen wichtigen Ereignissen der nächsten Jahre, ob am ersten reichsweit gültigen deutschen Tierschutzgesetz oder dem auch heute noch in weiten Teilen gültigen Jagdgesetz, ob 1934 bei der Ermordung einer Reihe von SA-Führern im angeblichen Röhmputsch oder der Installierung von Heinrich Himmler als Inspekteur der geheimen Staatspolizei Gestapo, bei der beginnenden Ausgrenzung und immer stärkeren Verfolgung der jüdischen Minderheit. Immer war der für viele Jahre als Nachfolger von Hitler vorgesehene Hermann Göring beteiligt. Er hatte zu dieser Zeit, dabei immer fülliger werdend, auch mit seiner fast schon pathologischen Sammelsucht begonnen, denn er sammelte Posten, Titel, Orden und vor allem Kunstgegenstände. Letztere wurden zum Teil für Millionensummen gekauft, andere ließ er kurzerhand aus staatlichen Museen oder jüdischen Privatsammlungen in Deutschland und später auch in den besetzten Ländern konfiszieren, um sie seiner immer umfangreicheren Sammlung einzuverleiben. Unbeschadet davon zählte er wegen seiner nach außen gezeigten Jovialität und ungewöhnlichen Hobbys, wie zum Beispiel der Zucht von Löwen, zu den beliebteren der Großwürdenträger im Dritten Reich. Diese Popularität mag neben seiner zu zahlreichen Witzen animierenden Titel- und Ordenssucht auch an manch anderen bekannt gewordenen Marotten gelegen haben, von der ich die schrägste ja eingangs bereits erwähnt habe. So hat der ranghöchste Offizier der Wehrmacht,
frühmorgens immer wieder Offiziere zu dienstlichen Besprechungen in sein Jagdschloss Karinhall befohlen, ließ dann aber die Herren, meist Generalstabsoffiziere und Generale, in der großen Halle seines Jagdschlosses bis ca. 11 Uhr warten, um dann pompös als Cheruskerfürst verkleidet zu erscheinen, eingezwängt in einen grünen Elchlederwams, einen Jagdspeer in der Hand und quer über dem Bauch ein mit Edelsteinen und Lapislazuli übersätes goldenes Frankenschwert. Dann, nach einem gewaltigen Frühstück, hatte Hermann der Cheruskerfürst seine Besucher zu seiner Märklin-Eisenbahn geführt, um damit zu spielen. Es waren eigens zwei Märklin-Mitarbeiter abgestellt, die diese auf 240 Quadratmetern installierte Anlage in Gang halten mussten. Und wenn sich der Reichsmarschall einmal gründlich damit beschäftigt hatte, konnten Reparaturen entstehen, die in die Tausende gingen. Man kann dieses unwürdige Verhalten seiner ungebrochenen Drogensucht zuschreiben, aber das erklärt eben nur einen Teil seiner Persönlichkeit. Der Göring war auch ein absoluter, auch über Leichen gehender Machtmensch. So hatte er bereits 1933 zunächst in der Berliner Behrenstraße, dann im Neubau in der Wilhelmstraße das Forschungsamt im Reichsluftfahrtministerium gegründet, das er 1935 nach dem gewaltsamen Tod des ersten Leiters Hans Schimpf, der angeblich als unliebsamer Konkurrent im Auftrag Himmlers und des Chefs des geheimen Staatspolizeiamtes Gestapo, Reinhard Heydrich, ermordet worden war, dem Prinzen Christoph Ernst August von Hessen-Kassel übertragen hatte. Allerdings hatte sich hinter dem Forschungsamt nicht etwa eine wissenschaftliche Forschungsstätte verborgen, sondern ein Spitzel- und Abhördienst. Das wetteiferte mit der geheimen Staatspolizei im Abhören von Telefongesprächen, im Öffnen von Privatbriefen, im Einbau von Abhöranlagen und Anwerben von Spitzeln. Die Ergebnisse dieser Tätigkeit hatte Göring auf braunem Papier gedruckt und deshalb als braune Vögeltarn bezeichnet, auch seinem politischen Freundeskreis zur Verfügung gestellt. Auch an den Entmachtungen und Rücktritten des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht Werner von Blomberg rechts und links des Oberbefehlshabers des Heeres Werner von Fritsch war Göring 1937 beteiligt, womit er quasi Hitler handstreichartig die Schaltstellen der militärischen Macht in die Hand gespielt hatte. Aber als im September 1938 die Widerstandsgruppe um den Obersten der Abwehr, Hans Oster, rechts, den wohl am gründlichsten vorbereiteten Staatsstreich gegen das NS-Regime unternehmen wollte, hätten sie Görings Luftwaffe wohl nicht zu fürchten brauchen. Denn der am 4. Februar 1938 zum Generalfeldmarschall ernannte, hatte gegenüber dem preußischen Finanzminister Johannes Popitz, Bildmitte, der nach dem gescheiterten Attentat am 20. Juli 1944 hingerichtet worden ist, durchblicken lassen, übrigens wie später bei ähnlichen diskreten Anfragen, er werde sich einer Machtverlagerung in Deutschland nicht widersetzen, vorausgesetzt, dass man ihm sein Leben garantiere und ihm ermögliche, im Ausland von seinen Ersparnissen ein unabhängiges Leben zu führen. Damals hatte Göring bereits Verbindung mit seinen schwedischen Verwandten aufgenommen. Da aber die sogenannte September-Verschwörung 1938 wegen der nachgeberischen Politik des britischen Premiers Neville Chamberlain, ganz links, abgesagt worden war, Stichwort Münchner Abkommen, hatte das deutsche Schicksal weiter seinen Lauf genommen. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges und den Erfolgen der Luftwaffe im Polen- und Westfeldzug war Görings Stern noch einmal aufgeglüht. Am 19. Juli 1940 war er sogar zu dem nur ihm verliehenen Dienstgrad Reichsmarschall ernannt worden. Aber dann, ich habe es bereits erwähnt, hatten seine Flieger es weder geschafft, die Flucht von fast 340.000 alliierten Soldaten von Dünkirchen zu verhindern. Darunter war fast die gesamte britische Berufsarmee gewesen. Noch hatte sie die Luftschlacht um England gewonnen.
als dann 1942 die Alliierten 1000 Bomberangriffe begannen, ohne dass diese entscheidend abgewehrt werden konnten und Göring gegen den Rat seiner Luftwaffenführung das vollmundige Versprechen gegeben hatte, die 6. Armee über die Luft versorgen zu können, was dann gescheitert war, war er endgültig in Ungnade gefallen. Dennoch hatte er am 23. April 1945 in einem Funktelegramm Hitler davon zu überzeugen versucht, dessen Nachfolge anzutreten. Der hatte ihn allerdings, Zitat, als Verräter von allen Ämtern enthoben, ihn von der SS festsetzen lassen, aus der Partei ausgeschlossen und behandelt in diesem Video stattdessen Großadmiral Karl Dönitz zum Reichspräsidenten ernannt. Als am 8. Mai 1945 die Wehrmacht bedingungslos kapitulieren musste, hatte sich Göring der US-Armee gestellt und war zusammen mit seiner Frau und Tochter Edda zu den anderen 85 festgenommenen NS-Größen in das als Camp Askin genannte Palace Hotel ins luxemburgische Mohndorf gebracht worden. Vorher hatte man ihn von allem befreit, was er bei sich trug, was jetzt in US-amerikanischen Museen ausgestellt wird. Ab November 1945 war der Reichsmarschall außer Diensten im Nürnberger Prozess als der zweithöchste der noch lebenden höchsten Vertreter des Dritten Reiches angeklagt. Der Ranghöchste war ja der von Hitler als Nachfolger ernannte Reichspräsident, Großadmiral Dönitz. Göring, der von allen Angeklagten mit 138 den dritthöchsten Intelligenzquotienten hatte vor Dönitz im Blau, war inzwischen von seiner Drogenabhängigkeit befreit und etliche Kilo leichter. Während der 218 Prozesstage hat er sich immer wieder mit den Anklägern Wortgefechte geliefert. Am 1. Oktober 1946 wurde er in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und zum Tode durch den Strang verurteilt. Seine Bitte, erschossen zu werden, war abgelehnt worden. Als er dann am 16. Oktober 1946 hingerichtet werden sollte, hatte er in der Nacht zuvor sich mit Zyankali das Leben genommen. Über die Frage, woher das Gift stammt, gibt es bis heute lediglich Spekulationen. Nach so viel Göring ist es klar, dass alle anderen Generalfeldmarschälle in seinem Schatten stehen. Zunächst kann festgestellt werden, dass sie sich alle, wie auch die Marschälle des Heeres, über die es dieses Video gibt, mehr oder weniger mit dem nationalsozialistischen System und dessen Führer identifiziert haben und sich, sofern sie den Krieg überlebt haben, auch nicht ernsthaft davon distanziert haben. Und man kann ihre Beurteilung trotz zum Teil beeindruckender militärischer Leistungen nicht trennen von der Feststellung, auch sie als Mitschuldige für die Katastrophe von 1945 zu sehen, einschließlich ihrer Mitverantwortung für das im deutschen Namen begangene Unrecht. Das gilt auch für den am 19. Juli 40 zum Generalfeldmarschall ernannten Erhard Milch, hier rechts mit Minister Speer. Den Ersten Weltkrieg hatte der am 30. März 1892 in Wilhelmshaven geborene Milch als Flugzeugbeobachter erlebt, zuletzt als Hauptmann und Führer einer Jagdgruppe. 1918, nach der deutschen Kapitulation, war er kurzzeitig Führer der Polizeifliegerstaffel Königsberg, war dann aber durch das im Versailler Vertrag verfügte Verbot zur Aufstellung von deutschen Luftstreitkräften in die Industrie gewechselt, wo er rechts im Bild ab 1926 die Stelle des Direktors der neu gegründeten deutschen Lufthansa einnahm. Nach 1933 hatte Hermann Göring Erhard Milch zu seinem Staatssekretär im Reichsluftfahrtministerium gemacht und nach dem Suizid des Generalluftzeugmeisters Ernst Udet im November 1941 zu dessen Nachfolger bestimmt, verantwortlich für die technische Entwicklung und der Rüstungsproduktion der Luftwaffe. Aber hatte Milch seit dem 30. Januar 1937 Träger des goldenen Parteiabzeichens der NSDAP noch 1942 von Adolf Hitler eine Dotation über 250.000 Reichsmark erhalten, hatte ein Jahr später
ihm gegenüber sowohl bei Hitler als auch Göring ein Vertrauensverlust eingesetzt, der im Sommer 1944 zu seiner Ablösung geführt hat, ohne weitere Verwendung. Gründe waren gewesen, das Nichtversorgenkönnen der 6. Armee durch die Luftwaffe und die sich dramatisch verschlechternde Luftlage. Nach dem Krieg vom Januar bis April 1947 im zweiten der 12 Nürnberger Nachfolgeprozesse war Milch, der vom Nationalsozialismus nicht abgerückt war, als Mitwisser unter anderem wegen der Deportation von Arbeitskräften angeklagt und zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Bei dem Urteil, hier die Anklägerbank, war ihm zugute gekommen, dass weitere ihn schwer belastende Dokumente erst später gefunden worden waren, sonst wäre er wohl zum Tode verurteilt worden. Als dann der sogenannte Kalte Krieg begann und nach einem Gnadenbesuch war Milchs Strafe auf 15 Jahre verkürzt worden. Er war dann aber bereits im Juni 1954 aus der Haft entlassen worden. Der mit dem Ritterkreuz ausgezeichnete Generalfeldmarschall A.D. Erhard Milch ist am 25. Januar 1972 in Wuppertal verstorben. Zwei weitere Luftwaffengenerale waren mit Milch, links außen, am 19. Juli 40 zum Generalfeldmarschall ernannt worden. Hugo Sperle, zwei davon links, und Albert Kesselring, rechts neben Göring. Kesselring war am 30. November 1885 im unterfränkischen Markt Stäft geboren und hatte den Ersten Weltkrieg als mehrfach ausgezeichneter Artilleriehauptmann mitgemacht. Auch in der Reichswehr war er bei dieser Truppengattung geblieben. 1933 aber als Oberst in das Reichsluftfahrtministerium gewechselt. 1940 während der Luftschlacht um England hatte Kesselring eine Luftflotte befehligt. Nachdem seine Verbände ab dem 22. Juni 1941 beim Angriff auf die Sowjetunion eingesetzt worden waren, war Kesselring, den seine Soldaten Onkel Albert und seine westalliierten Gegner den grinsenden Albert genannt hatten, im November 1941 zum Oberbefehlshaber Süd ernannt worden, jetzt auch verantwortlich für Nordafrika und den Mittelmeerraum. Das war ab Herbst 1942 auch auf alle Luftwaffenverbände in Italien und Tunesien erweitert worden. Als dann im November der bis Mai 1943 dauernde Tunesien-Feldzug begann, der mit dem Zusammenbruch der Afrikatruppen und der Kapitulation von fast 250.000 deutschen und italienischen Soldaten bei Tunis geführt hatte, hatte das auch mit an seiner überoptimistischen Beurteilung der Lage gelegen. Dagegen hatte Generalfeldmarschall Rommel die Lage von Anfang an her realistischer eingeschätzt. Während der Kämpfe um das Kloster Monte Cassino hatte Kesselring zum Schutz der jahrhundertealten Kulturgüter die Miteinbeziehung des Klosters in die Verteidigungsstellungen im Dezember 1943 ausdrücklich verboten. Als am 23. März 1944 bei einem von kommunistischen italienischen Partisanen gelegten Hinterhalt in der Via Rasella in Rom 33 Angehörige des Polizeiregiments Bozen getötet worden waren, sowie zwei italienische Zivilisten, war Kesselring indirekt an der Entscheidung beteiligt gewesen, 335 Zivilisten, darunter mehrheitlich politische Gefangene und Intellektuelle, darunter auch 77 Juden, in den beiden verbundenen Höhlengängen im Süden Roms im Zuge einer sogenannten Sühnemaßnahme erschießen zu lassen. Zwei Monate vor der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht im März 1945 war Kesselring Oberbefehlshaber West geworden. Am 15. Mai wurde er dabei auch wieder grinsend von den Alliierten gefangen genommen. Im Mai 1947 wurde er von einem britischen Militärgericht wegen Kenntnis und Duldung von Geiselerschießungen sowie seiner Befehle zur sogenannten Bandenbekämpfung in Italien zum Tode verurteilt, was im Juli zu lebenslanger Haft geändert und später noch auf 20 Jahre verkürzt wurde. Im Nürnberger Prozess war er lediglich als Zeuge für Göring vernommen worden.
Im Oktober 1952 war Generalfeldmarschall A.D. Albert Kesselring, der am 19. Juli 1944 als einer von nur 27 Empfängern das Ritterkreuz mit Eichenlaubschwertern und Brillanten verliehen bekommen hatte, aus Gesundheitsgründen vorzeitig entlassen worden. Danach war er Vorsitzender des 1951 gegründeten Stahlhelmbundes geworden. Als er am 16. Juli 1960 in Bad Nauheim verstarb, hat der damalige Inspekteur der Luftwaffe der Bundeswehr, Generalleutnant Josef Kammhuber, die Grabrede gehalten, aber ein militärisches Begräbnis fand nicht statt. Die Bilder von Uniformträgern zeigen Angehörige des Stahlhelmbundes, deren Vorsitzender Kesselring von 1952 bis 60 gewesen war. Inzwischen hat sich die Bundeswehr von ihm distanziert. Der Marschallstab Kesselrings war im Juli 1945 von einem US-Soldaten gestohlen worden, nach dessen Tod 1977 im Jahr 2010 für 731.000 US-Dollar versteigert worden. Ein weiterer mit Milch und Kesselring am 19. Juli 1940 zum Generalfeldmarschall beförderte General der Flieger war der am 7. Februar 1885 in Ludwigsburg geborene Hugo Sperle, dessen besonderes Kennzeichen Monokel vor dem rechten Auge. Er war vor dem Ersten Weltkrieg Infanterieleutnant geworden, im Krieg im November 14 zum Hauptmann befördert und dann zum Piloten ausgebildet worden. Bis zum Kriegsende 1918 hatte der mehrfach Verwundete und unter anderem mit dem Königlichen Hausorden von Hohenzollern mit Schwertern sowohl die Feldfliegerabteilung 42 geführt als auch die Flieger der 7. Armee. Die Reichswehr sah ihn in verschiedenen Kommandos bei der Infanterie und im Reichswehrministerium, wo er an den Planungen für eine neue Luftwaffe entscheidend mitwirkte. Am 1. August 1933 war er zum Oberst befördert worden, 2 Jahre später zum Generalmajor. Im November 1936 hatte Hugo Sperle als erster Kommandeur die Legion Condor übernommen, die auf Seiten General Francos im Spanischen Bürgerkrieg eingesetzt war. Er war dann sehr schnell zum Generalleutnant befördert worden, hatte das deutsche Spanienkreuz in Gold mit Brillanten erhalten und war am 1. November 1937 zum General der Flieger befördert und von Göring mit einer Ehrengabe beglückt, dem nur ein paar Dutzend Male verliehenen gemeinsamen Flugzeugführer- und Beobachterabzeichen in Gold mit Brillanten. Interessant dabei ist, dass auch 2 Frauen, beide Luftwaffentestpilotinnen, mit diesem Abzeichen geehrt worden sind. Die auch mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnete Flugkapitänin und Testpilotin Hanna Reitsch und Melita Schenk, Gräfin von Stauffenberg, geborene Schiller, die Schwägerin des Obersten von Stauffenberg, deren Flugzeug am 8. April 1945 bei Straßkirchen von einem amerikanischen Jagdflugzeug abgeschossen wurde. Frau von Stauffenberg war am gleichen Tag an ihren Schussverwundungen verstorben. Zurück zu Hugo Sperle. Im Zweiten Weltkrieg hatte er mit der von ihm befehligten Luftflotte 3 am Westfeldzug und der für die Luftwaffe verlustreichen Schlacht um England teilgenommen. Als er inzwischen von der Körperfülle fast an die von Göring heranreichend am Tag der alliierten Invasion am 6. Juni 1944 den 11.500 Flugzeugen der Westmächte gerade einmal 400 eigene Maschinen entgegensetzen konnten, von denen auch nur 200 einsatzbereit gewesen waren, war sein Kredit verbraucht. Im August war er von Hitler entlassen und nicht mehr verwendet worden. Im Mai 1945 war Sperle von den Briten inhaftiert, 1948 im sogenannten OKW-Prozess angeklagt, aber im Oktober vom US-Militärgericht 5 freigesprochen worden. Und auch das 1949 in München stattgefundene sogenannte Entnazifizierungsverfahren hatte in ihm keinen Betroffenen gesehen. Generalfeldmarschall A.D. Hugo Sperle ist am 2. April 1953 in München verstorben.
Ein weiterer Generalfeldmarschall, befördert am 16. Februar 1943, war Wolfram Freiherr von Richthofen. Er war am 10. Oktober 1895 auf Gut Barzdorf in Schlesien geboren und hatte den Ersten Weltkrieg zunächst als junger Husarenoffizier mitgemacht, bis er 1917 zur Fliegertruppe gewechselt war und im Geschwader seines berühmten Vetters Manfred von Richthofen 7 Luftsiege erringen konnte. Nach dem Krieg zunächst in der Reichswehr verblieben, hatte er dann ein Maschinenbaustudium zum Diplom-Ingenieur absolviert, war dann aber wieder als Oberleutnant in eine Kraftfahrabteilung der Reichswehr eingetreten und hatte an der Technischen Hochschule Berlin sein Studium bis zur Promotion zum Doktor-Ingenieur fortgesetzt. 1929 war er für 2,5 Jahre Attaché an der deutschen Botschaft in Rom. Ab 1933 in der neuen Luftwaffe war er 1934 zum Major, 2 Jahre später zum Oberstleutnant befördert worden. 1937 war von Richthofen als Chef des Stabes der in Spanien eingesetzten Legion Condor mitverantwortlich gewesen für den Luftangriff auf Guernica. Nach Spanien, hier führt von Richthofen die Parade in Berlin an, wurde er zum Oberst befördert. Im Zweiten Weltkrieg war er als Kommandeur des 7. Fliegerkorps sowohl im Westen, Stichwort Luftlandeschlacht um Kreta, als auch im Osten eingesetzt. 1942 war er zum Generaloberst befördert worden und hatte die Luftflotte 4 übernommen, die während der Schlacht um Stalingrad eingesetzt war. Er war es gewesen, der damals gegenüber Göring klargemacht hatte, dass es der Luftwaffe nicht möglich sein würde, bei aller danach gezeigten Opferbereitschaft die 6. Armee in Stalingrad ausreichend und über längere Zeit über den Luftweg versorgen zu können. Seine Mahnungen waren aber ignoriert worden. Nachdem dann von Richthofen die Luftflotte 2 in Italien übernommen hatte, war bei ihm ein unheilbarer Gehirntumor festgestellt worden. Im Mai 1945 bei der US-Armee in Kriegsgefangenschaft geraten, ist der Träger des Eichenlaubs zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, Generalfeldmarschall Wolfram Freiherr von Richthofen, am 12. Juli 1945 im Luftwaffenlazarett Bad Ischl in Österreich verstorben. Sein 1922 geborener Sohn Wolfram Freiherr von Richthofen war am 5. Juni 1944 als Fliegeroffizier nördlich von Jassy in Rumänien gefallen. Sein jüngerer Bruder Major Manfred von Richthofen, Jahrgang 1898, am 13. August 1944 bei schweren Straßenkämpfen mit der 36. US-Infanteriedivision im französischen Vesoul. Bleibt als letzter der 6 Generalfeldmarschälle der Luftwaffe, der am 25. April 1945 zu diesem Dienstgrad ernannte Robert Ritter von Greim. Der war am 22. Juni 1892 als Robert Greim in Bayreuth geboren, war 1911 in der Königlich Bayerischen Armee Soldat geworden, zunächst im Eisenbahnbataillon, dann 1912 bei der Artillerie. 1915 im Ersten Weltkrieg hatte er sich zu den Fliegern gemeldet und konnte insgesamt 28 Luftsiege erzielen. Darunter war auch die Zerstörung eines britischen Panzers aus der Luft mittels MG-Feuer. Greim war unter anderem ausgezeichnet worden mit dem preußischen Pour le Mérite und am 23. Oktober 18 mit dem bayerischen Militär-Max-Joseph-Orden und wurde damit in den persönlichen Adelstand erhoben. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Ritter Robert von Greim gemeinsam mit Ernst Udet zunächst seinen Lebensunterhalt verdient mit Kunstflugveranstaltungen, hatte dann die Rechtswissenschaft studiert und war 1934 als Major bei der Artillerietruppe wieder Soldat geworden, um 1935 zur Luftwaffe zu wechseln. Dort wurde er im gleichen Jahr zum Inspekteur der Jagdflieger ernannt und war zum Oberstleutnant befördert worden. 1938 war er als Amtschef des Reichsluftfahrtministeriums zum Generalmajor befördert
und ein Jahr später Kommandeur der 5. Fliegerdivision geworden. Im Zweiten Weltkrieg hat Ritter von Greim verschiedene Luftflotten geführt, unter anderem im Juli 1943 die Luftflotte 6 beim Kursker Unternehmen Zitadelle. Im Januar 1945 war er noch Parteimitglied geworden und hatte das goldene Parteiabzeichen der NSDAP erhalten. Nachdem Hitler, wie bereits erwähnt, Reichsmarschall Hermann Göring am 23. April 1945 von allen Ämtern enthoben hatte, war von Greim am 26. April von seiner Freundin, der bereits erwähnten Pilotin Hanna Reitsch, mit einem Fieseler Storch auf der mit Bombentrichtern übersäten sogenannten Ost-West-Achse gelandet, der Charlottenburger Allee, um zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe ernannt und zum Generalfeldmarschall befördert zu werden. Hier begutachtet kurz nach der Kapitulation ein britischer Soldat den bei der Landung zerstörten Fieseler Storch. Von Greim hat dann am 29. April, einen Tag vor Hitlers Selbstmord, auf dessen Befehl Berlin verlassen und ist mit Hanna Reitsch von der desolaten Ost-West-Achse mit einer Arado AR-96 zu Großadmiral Dönitz nach Flensburg geflogen, wenige Tage später nach Kitzbühel in Tirol, wo er in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet. Dort hatte der mit dem Eichenlaub und den Schwertern zum Ritterkreuz ausgezeichnete erfahren, dass er an die Sowjetunion ausgeliefert werden sollte. Daraufhin hat der vom Dienstgrad her jüngste deutsche Generalfeldmarschall Robert Ritter von Greim am 24. Mai 1945 Suizid begangen. Er ist beigesetzt auf dem Kommunalfriedhof Salzburg. Das war die Betrachtung über die Luftwaffe und ihre Führung im Zweiten Weltkrieg. Unter ihnen befanden sich militärisch hochbegabte Persönlichkeiten. Aber das kann keinen von ihnen freisprechen von der individuellen Mitverantwortung für das Gesamtgeschehen bis 1945, das erst durch ihr Handeln und Tun möglich geworden ist.